Ja, meine Damen und Herren, ein herzliches Willkommen zur Pressekonferenz nach dem Regionalligaspiel Rot-Weiß Essen gegen Wattenscheid 09. Wir haben keine Tore gesehen, wir nicht und auch nicht die 8.317 Zuschauer. Tore hat es aber gegeben bei dem anderen Regionalligaspiel, nämlich beim Spiel Borussia Mönchengladbach, die zweite gegen den Bonner SC, Endergebnis 1:2. Ich begrüße sehr herzlich die beiden Trainer, unseren Gast Farah Toku und Sven Demand von Rot-Weiß Essen. Und ich bitte Herrn Toku, den ersten Kommentar zum Spiel zu sprechen. Ja, guten Abend erstmal. Zusammen. Wir wussten natürlich auch, was uns hier in Essen erwartet mit den Zuschauern im Rücken und was die Mannschaft dann auch in der Lage ist. Wenn die Fans einmal im Rücken sind, wird es natürlich für jede Mannschaft hier schwer. Aber ich bin natürlich im gesamten Spiel, wenn man hier ein 0-0 spielt, zu 0 spielt, ist es natürlich für meine Mannschaft sensationell, dass wir auch mitgehalten haben, auch mitgespielt haben, auch teilweise sehr gut den Ball laufen gelassen haben. Ich denke, insgesamt gibt es Unentschieden und völlig in Ordnung. Wobei auf beiden Seiten auch Chancen waren, wie bei Essen, wo es dann auch in der zweiten Halbzeit gefährlich wurde, wo auch ein, zwei Mal beim Ball tritt. Aber wir hatten auch ein, zwei gute Chancen gehabt, wobei wir unsere Konter dann in der zweiten Halbzeit nicht so gut ausspielen. Denke ich, wer als Erster das Tor schießt, gewinnt auch das Spiel. Aber insgesamt denke ich, dass das Spiel 0:0 auch völlig verdient ist. Gerade für uns ist es natürlich sensationell. Ich denke, wir können so weitermachen, habe ich nichts gegen. Ich hoffe nur, dass sich nicht allzu viele verletzen. Jonas ist kurzfristig ausgefallen. Wir dachten noch, dass wir das irgendwie hinkriegen mit einer Manschette, wollten dann aber auch kein zu hohes Risiko eingehen. Und ich bin auch froh, dass alle überstanden haben. Und das gibt uns natürlich Mut auch für die nächsten Spiele. Und wir werden da weitermachen, auch wo wir aufgehört haben. Dankeschön. Ja, danke Herr Toku und auch der Heimtrainer zufrieden ist, das hören wir jetzt von Sven Demand. Ja, ich bin logischerweise nicht so zufrieden, weil ich denke, wir wollten das Spiel unbedingt gewinnen. Wir wollten unbedingt nach den beiden Siegen zuletzt wollten wir nachlegen. Nichtsdestotrotz sehe ich den Spielverlauf ähnlich. Und ich glaube, beide Seiten hatten Möglichkeiten. Wir mussten immer wieder aufpassen im Umschaltspiel von Wattenscheid, dass wir da nicht in den Konter laufen. Ich denke, in letzter Instanz haben wir es dann ganz gut verteidigt, vorher eher nicht. Gerade in der ersten Halbzeit nicht, da haben wir kaum einen zweiten Ball bekommen, haben wenig Zugriff dann gefunden. Die Möglichkeiten, die wir hatten, auch schon in der ersten Halbzeit, hatten wir schon zwei, drei ganz gute, finde ich, aber die haben wir so abgeschlossen, wie wir es eigentlich dachten. Es wäre nicht mehr so, weil wir vielfaches Tor nicht getroffen haben, nicht richtig getroffen haben den Ball. Da, wo man hätte sagen können, so jetzt nimm den Ball mal an, hast ein bisschen Ruhe, dann schießen eben rein. Das haben wir nicht hinbekommen. Zweite Halbzeit haben wir besser gespielt, finde ich. Waren dann schon auch mehr überlegen, hatten auch noch ein paar Möglichkeiten. Bezeichnet war irgendwo die Szene dann auch vom Platze, wo er im Fünfer irgendwie da Scherenschlag machen will. Wo ich einfach sage, wenn ich ein bisschen ruhiger bin, hole ich ihn runter, dann stoppe ich ihn nochmal und schieße ihn rein. Das haben wir heute nicht hingekriegt. Und deshalb müssen wir dann ganz einfach auch mit dem 0-0 leben. Umgekehrt mussten wir dann wieder aufpassen. Ich kann auch mit dem 0-0 leben, nichtsdestotrotz ist natürlich so der Gegner im Spiel. Schon eine gewisse Enttäuschung da, dass man das Spiel nicht gewonnen hat. Aber ich denke, das ist völlig normal. Ja, Dankeschön. Ja, danke Sven Demand. Kurze Statements, das heißt, da sind möglicherweise noch Fragen offen. Gelegenheit für Sie jetzt. Erlauben Sie mir auch heute, die Fragen kurz zu wiederholen für die Übertragung in die anderen Räumlichkeiten im Stadion. Bitte schön. Vielleicht zu Farah Toku, du hast ja gerade angesprochen, hast einen dünnen Kader, hast auch lange mit dem Wechseln gewartet, ein Kim Sané eigentlich als Rechtsverteidiger geholt, musst dann im Sturm einen Keita setzen. Liegst du dann so ein bisschen, wenn du dann den Spielberichtsbogen siehst und wer bei Rot-Weiß Essen auf der Bank sitzt und vielleicht sogar nicht im Kader, an Gino Windmüller, ist man ein bisschen vielleicht sogar neidisch? Oder? Eine Frage an Herrn Toku, da ging es jetzt um den dünnen Kader und um die späten Auswechslungen. Dazu Aussagen bitte von Trainer. Ich glaube, bei uns ist es meistens so, dass du schon fast ein Zauberer oder Künstler sein musst, weil du musst halt sehr viel variieren. Von daher habe ich mir halt gewünscht von Kim, weil er halt die Schnelligkeit hat, nochmal auf Konter, wenn wir den Ball halt mal durchspielen, dass er da seine Schnelligkeit nochmal ausspielt. Der hat es gegen Düsseldorf sehr gut gemacht. Klar ist das nicht seine Hauptposition.
aber dafür hat er seine Aufgabe ganz gut gelöst. Ja, zu Rot-Weiß Essen, wenn er nicht im Kader ist oder auch auf der Bank sitzt, habe ich keinen Einfluss drauf. Man kann stolz drauf sein, dass man die Spieler dann in seinen Reihen hat. Klar wünscht man sich dann auch, aber ich bin auch mit meinen Jungs mehr als zufrieden, weil die sich auch jeden Tag im Training auch so reinhauen. Und da auch die Entwicklung da ist, ne, wenn man das Ganze sieht im Sommer und jetzt mit so viel Abgängen und jetzt so viel Neuzugängen, ist es natürlich für uns sensationell, was wir momentan auch abliefern, auch wenn der Kader klein ist. Aber deshalb habe ich auch vorher schon gesagt, wir müssen da schon aufpassen, dass nicht allzu viel passiert, sonst spürt man das bei uns auch. Und weitere Fragen von Ihnen? Das ist nicht der Fall, dann ein herzliches Dankeschön für Ihr Interesse. Unseren Gästen wünschen wir eine gute, kurze Heimreise für die weitere Saison. Ihnen allen ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.